Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video möchte ich mit euch über die Google Nest Cam sprechen. Das Ding habe ich jetzt ein paar Monate im Einsatz gehabt und es wird mal so Zeit für das abschließende Fazit, ob mich dieses 160, 70 Euro Produkt überzeugt hat, was gut war, was schlecht war und ob ich das Ding behalten werde. Falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Ich fange jetzt erstmal mit den positiven Sachen an und eine Sache, die durchaus sehr positiv war die Installation, also die Einrichtung mit Google Home. Das ging eigentlich kinderleicht und relativ fix und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr einen Google-Account habt, dann habt ihr das Ding eigentlich innerhalb von kürzester Zeit eingerichtet. Was ebenfalls relativ einfach und unkompliziert war, war dann natürlich die physikalische Installation, weil man kriegt ja, sage ich mal, so eine Installationsplatte, ja, und dann hier noch so eine Grundplattform, die man dann quasi in die Installationsplatte dann einhaken kann. Und wenn man das dann gemacht hat, kann man dann die Kamera relativ einfach bums installieren. Und das hält auch bombenfest mit dem Magneten, den man hier drauf hat, und kann die dann trotzdem immer noch relativ flexibel hier in Sachen Winkel anpassen. Ja, also das ist echt super. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, war die Thematik mit der Gesichtserkennung. Ne? Wenn ihr Google kennt, dann wisst ihr natürlich, die arbeiten viel mit Gesichtserkennung, gerade bei dem Thema Google Fotos oder sowas. Und prinzipiell ist es so, dass man auch diese Gesichtserkennung hier benutzen kann. Wann genau, komme ich nachher nochmal drauf. Aber man hat quasi die Möglichkeit, alle Gesichter, die man sieht, dann auch noch quasi zu beschriften. Und es hat den Vorteil, dass wenn man eine Benachrichtigung bekommt, man dann auch sagt, hier Benachrichtigung von Mutter, Benachrichtigung von Kind, Sohn, Tochter, Name, XYZ, kriegt man dann gleich angezeigt und weiß, okay, wer steht denn da gerade in der Tür, wer steht denn da gerade im Garten und so weiter. Und dann sieht man nur in der Benachrichtigung schon, ah, okay, ich muss gar nicht weiter gucken. So, das funktioniert eigentlich auch recht gut. Und wenn man auch diese Gesichtserkennung durchgeführt hat, kann man dann quasi dann auch später den Content, also die ganzen Videoaufnahmen, die man hat, entsprechend nach den Gesichtern filtern. Was man für eine gute Gesichtserkennung benötigt, ist natürlich auch noch eine gute Bildqualität. Wir haben hier eine 1080p-Kamera mit 30 FPS und einen Field of View mit 130 Grad. Und da muss ich sagen, da kommen eigentlich recht gute Bilder raus. Man hat natürlich jetzt hier jetzt nicht irgendwie so einen 10-fach-Zoom, wo man irgendwie reinzoomen kann oder sowas. Das braucht man aber eigentlich in der Regel nicht. Und insofern, also Bildqualität finde ich gut. Und auch im Dunkeln, bei schlechten Lichtverhältnissen, finde ich die Bildqualität immer noch sehr gut im Vergleich zu den anderen Kameras, die ich bisher so im Einsatz hatte. Hallo, ich bin jetzt gerade eine Armlänge von der Google Nest Cam entfernt und so hört sich das an. Und so hört sich das, wenn ich quasi rund 2,5 Meter entfernt bin. So, ansonsten der letzte Punkt, den ich noch ganz praktisch finde, seit einiger Zeit gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man quasi auf die Google Home Seite geht, ne, also an seinem Browser, von seinem Mac, von seinem PC und quasi dort direkt auf den Google Home Account gehen kann und dort direkt per Browser die ganzen Kameras aufrufen kann und quasi so ohne das Smartphone oder das Tablet Zugriff drauf hat. Es gibt leider immer noch kein RTSP. Eine weitere Sache, die ich jetzt bei dem Price Tag ein bisschen vermisst habe, insbesondere im Zusammenhang mit diesem Konstrukt hier. Hier gibt es keine Diebstahlsicherung. Ne? Also ich meine, das Ding ist ja nur magnetisch gesichert. Da kann ich an den Baum gehen, an die Wand gehen. Wenn ich groß genug bin, eine Leiter habe, dann gehe ich hin, nehme das Ding weg und weg ist die Kamera. Ja, da ist ja nichts festgeschraubt. Ja, also das ist eine Sache von einer Sekunde. Und da gibt es auch keine Reaktion, dass da irgendwie ein Alarm losgeht oder so. Was ja manche Kameras haben, ne? Die dann reagieren, sobald die quasi eine Veränderung vom Bild erkennen oder sehen, dass jemand sie abhebt oder sowas. Das haben wir hier leider überhaupt nicht. Ein weiteres Thema, was mich sehr stört, ist, dass wir für den Price Tag, den wir hier abrufen, ne, von 160, 170 Euro oder sowas, es keine Möglichkeit gibt, dieses Videomaterial lokal zu speichern. Ne? Also ich habe keine Möglichkeit, da über eine Homestation, einen USB-Stick oder sonst wie oder eine SD-Karte die Daten lokal vorzuhalten, sondern das geht dann alles nur über die Cloud. Ja, und das ist halt dieses Google Nest Wear Plus oder Wear oder Wear Plus Abo. Und das kostet dann gleich wieder 5 Euro, 10 Euro,
was schon ein ganz schöner Batzen Geld ist, wenn man das schon mit dem relativ teuren Startpreis hat. Ne? Und das zieht sich dann leider auch durch bei den Negativthemen, weil wenn man nämlich nicht dieses Google Nest Aware Abo abschließt, ja, dann hat man keinerlei Speicherung dieses Verlaufs, also die Bewegungen, die da getrackt wurden, die Alarme, die ausgelöst sind, die könnt ihr zwar 3 Stunden lang, seht ihr rückwirkend, was da gewesen ist, aber danach alles andere wird nicht gespeichert und ist dann weg. Also wenn dann quasi nachts jemand in eure Garage einsteigt, dann kriegt ihr zwar die Benachrichtigung, aber ihr werdet niemals irgendwie sehen können, was dort passiert ist. Und das geht eigentlich nicht für sowas. Und wenn man es nur einen Tag lang speichern könnte, dass man sagt, okay, wir haben 24 Stunden Cloud-Speicher oder sowas, ja, und dann ist das Ding weg. Aber selbst das geht nicht. Und da ist halt das Problem, ohne Google Nest Aware oder Nest Aware Plus könnt ihr nur einen Bruchteil dieser ganzen Features nutzen, was halt echt schade ist. Kommen wir jetzt noch zu einem letzten Punkt, und das ist das Thema Akkulaufzeit. Und das Ding kann man ja per Akku benutzen, man kann es aber auch theoretisch kabelgebunden nutzen, wenn man an der entsprechenden Position, wo man ist, eine Steckdose hat, wo man quasi dieses Kabel anbringen kann, oder man holt sich so eine Solaranlage, also so ein Solarpanel, die jetzt aber nicht offiziell von Google unterstützt werden. Und wenn ihr das nicht habt und rein den Akku benutzt, dann ist die Akkulaufzeit relativ mau. Also in dem Bereich, wo ich das Ding jetzt hier im Garten positioniert hatte, mit relativ wenig Bewegung, bin ich da so 6 Wochen, 8 Wochen, das ist so das, wie der Akku durchhalten würde. Und das ist in meinen Augen halt einfach definitiv zu wenig. Da würde ich bei der Größenordnung und der Größe dieser Kamera doch ein wenig mehr Ausdauer erwarten. Ja, last but not least, ja, das Thema Preis, wie gesagt, in meinen Augen ist für das, was man bekommt, einfach das Ding zu teuer. Wenn man für die 160, 170, 80 Euro all das bekommen würde, was man aktuell nur mit dem Google Nest Aware Abo bekommen würde, dann würde ich sagen, dann wäre der Preis gerechtfertigt. Aber dadurch, dass man nochmal 60 Euro oder 120 Euro im Jahr bezahlen muss, damit man das volle Funktionsfeature benutzen kann, das ist einfach zu teuer und das macht die auch in meinen Augen etwas unattraktiv. Ja, vielleicht habt ihr es bei meinen Kommentaren schon rausgehört, ich werde die definitiv wieder verkaufen und wieder abbauen. Meine Google Nest Video Doorbell, die habe ich noch an der Tür, dazu mache ich demnächst nochmal ein gesondertes Video, aber wie gesagt, das Produkt hat mich definitiv nicht überzeugt und wird jetzt verkauft. Falls ihr Interesse an der Google Nest Cam Outdoor habt, kontaktiert mich gerne mal. Wir werden uns bestimmt über den Preis einig. Und damit bin ich auch schon fertig und ich hoffe, das Video hat euch davon abgehalten, einen Fehler zu begehen. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.